Ich muss noch gucken, ob ich vielleicht mal irgendjemanden mit einlade, der vielleicht mit sie mitredet. Das ist noch alles unsicher. Das wird sich dann ergeben. Also, was genau jetzt aus diesem Let's Play wird, steht noch in den Sternen. Wenn es nicht gut ankommt, dann ja, werde ich nicht weitermachen. Wenn es gut ankommt, dann werde ich weitermachen. Mal gucken, vielleicht mit jemandem zusammen, vielleicht nur manchmal mit jemandem zusammen, vielleicht manchmal mit verschiedenen Leuten zusammen. Ich habe noch wirklich gar keine Ahnung. Also lasst euch überraschen. Und ich glaube, ich bin falsch. Nee, ich bin richtig. Doch, ich bin falsch. Scheiße. Egal. Hat niemand gesehen. Also niemand, der mich dafür bestrafen könnte. So. Bergab. Mal gucken, ob ich bergab mehr als jetzt 40 schaffe. Ja, wahrscheinlich werde ich das schaffen. Das schafft der LKW dann doch noch. Gerade so. So, ich hoffe, man hat das Lenkrad nicht. Es kommt mir etwas laut vor, obwohl es war auch schon oft lauter bei City Car Driving zum Beispiel. Dürfte klar gehen. So. Wir sollten nochmal bei der nächsten Raststätte halten. Weil ich muss links. Weil ich muss schlafen. Ich habe noch 10 Stunden Fahrt vor mir. Da muss ich wahrscheinlich einmal mindestens schlafen. Aber ich habe auch noch genug Zeit. Also ich weiß jetzt zwar nicht die Taste, wo man nachschauen kann, wie viel Zeit man noch hat, aber Freitag 1:37 Uhr. Ja, wir haben Donnerstag 1 Uhr, wir haben jetzt noch 25 Stunden, also wir haben 14 Stunden überflüssig, sage ich mal. Ich denke, das haut hin. So. Ist gut. Okay, merke. Die Taste lässt sich mit dem kleinen Finger nicht so leicht drücken wie mit den Ring- und Mittelfinger. So, ich weiß es nicht, ob hier die Straße runtergeht. Ich gehe mal lieber vorsichtshalber links, weil ich glaube, die Straße geht ganz runter. Und man muss da nicht mehr abbiegen. Sehen wir gleich. Es ist halt das Pech, dass es Nacht ist. Das ist halt so, ne? Ja, falls ihr gute Mods für ETS2 kennt, dann schreibt mir die einfach mal in die Kommentare. Weil, naja, ich würde jetzt auf Anhieb nur die TSM-Map einfallen, vielleicht noch ein paar LKW-Mods oder so. Ein Schwertransport-Mod wäre noch viel. Wäre noch ziemlich geil. Aber sonst. Jetzt halt keine 1000 PS-Mods oder so, weil. Ich versuche das Spiel möglichst realistisch zu spielen. Also, ich bleibe den Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und. Ja, eben das ganze Zeug, ne? Was es da halt noch so rum gibt, ich versuche mich halt allgemein an die Regeln zu halten. So. Da noch kurz warten. Bis zur nächsten Raststätte, die hoffentlich bald kommt. Ich kann ja das mal hochschalten. Ich glaube, mit F5 ging das. Genau. Ach du Scheiße. Okay. Ja, doch, ich glaube, das haut hin. So, ich bin schon am Ende der Drehzahl. Das habe ich gar nicht gemerkt. Dass ich mal aus dem 8. rauskomme, was ein Wunder. Das muss ich aufpassen, dass ich nicht über 90 km/h fahre. Obwohl. Mit dem LKW wahrscheinlich eher nicht. Ah, trotzdem. Gehen wir auf Nummer sicher. So, und ja. Ich denke, so wird das LP im Großen dann aussehen. Ich fahr rum, rede über irgendwas. Weiß nicht über was. Oder dann eben später schon. Das kommt darauf an, wie aktiv jetzt meine Community ist. Und ja, ne, das war's dann auch im Großen und Ganzen schon. So, ich denke, ich kann das sowieso Gas durchdrücken. Die 90 km/h schafft er eh nur bergab. Ja, das ist halt der schlechteste LKW, sag ich mal, den es jetzt von MAN gibt. Das ist ein MAN, soweit ich weiß. Weil ich fahre gerne MANs. Genau, da steht's auf dem Lenkrad. So, ein bisschen aufpassen. Ho, wer wäre da schon so schnell? Das ist ja krass. Ja, okay, es geht bergab. Das ist verständlich. So, muss ich gleich wieder nach links rüber. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich mache mal ein bisschen noch weiter nach links die Kamera, damit ich den Rückspiegel sehe. So, alles frei.
So, ach, wir sind schon hier, dann dauert es ja gar nicht mehr so lange. Ich gucke nochmal kurz auf 5. Ja, genau. Hälfte haben wir so gut wie geschafft. Also, bis zur Raststelle natürlich, ne? Ich denke, das ist logisch. So, was gibt's denn noch so? Nix, oder? Ja, ich habe noch 1% Schaden. Das wird. Falsche Richtung. Das wird noch von da kommen, als ich das letzte Mal gespielt habe. Und ja, aber ich denke mal, das hat noch Zeit bis zum Reparieren. Ja, das Ziel im Spiel ist natürlich, oder das Ziel hier im Let's Play ist natürlich ein möglichst großes, ich sag mal, LKW-Imperium aufzubauen. Mit so viel wie möglich Werkstätten und Angestellten, die natürlich auch so gut wie möglich sind. Ich meine, ab einer gewissen Zeit geht ja das Spiel fast voll allein, muss man sagen. Kann man sagen, muss man sagen, was auch immer. Einfach weil man so viele Angestellte hat, die schon so gut sind, damit man ja alles verdient, um ja sicher zu sein, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, wann der Punkt erreicht ist, weil so lange war ich noch lange nicht. Ich glaube, ich hatte bis jetzt noch nie einen Angestellten sogar. Nee, ich glaube echt nicht. So, wo ich dafür überholen, was ist da los? Soll ich dich noch kurz vor dem rein? Ich hoffe, ich habe die Entfernung jetzt nicht falsch eingeschätzt und habe den nicht geschnitten. Ich denke, das passt. So, ist jetzt auch schon fast 3 Uhr. Dann dürfte es auch so langsam wieder hell. Obwohl, 2:55 Uhr, da war es noch nicht ganz hell. Ja, aber ich bin müde. Das freut mich. So, da vorne ist der Parkplatz. Mit der Tankstelle, da gibt es bestimmt noch eine Raststätte. Uiuiui. Da sind wir jetzt aber ganz schön im roten Bereich von der Drehzahl. So, ich denke, im achten Gang passt das jetzt erstmal. Können wir bleiben. Bis wir dann parken. Nein, ich darf nicht hier lang. Ich dachte, da ging es gleich zu den Parkplätzen. Hui, habe ich mich verschaut. So. Ja, da hätte ich runterschalten müssen. Aber ich lerne ja auch noch immer richtig mit dem Lenkrad zu fahren. Also, ich denke, das ist verzeihlich. So. Motor aus. Licht aus. Warum kann ich nicht schlafen? Lass mich gerade, ich muss auch 10 cm nach vorne fahren. Oh, wie unerwartet. So, ja, jetzt fahren wir schön in der Früh, mehr eher mittags, weiter. So, ich habe 189 Euro Kredit zurückgezahlt und ich guck mal kurz, wie viel Kredit ich jetzt überhaupt noch zurückzahlen muss. Es dürfte noch einiges sein, aber auch nicht so viel. So, Bank. Ach du Scheiße. Kann ich das irgendwie erhöhen? Nee. Nee, kann ich nicht. Sonst würde ich hier mehr am Tag zahlen. Aber ich denke, das passt schon wieder auf. Ich werde dann sowieso zurückzahlen, sobald ich das Geld habe. Ich wusste nicht, dass ich so viel habe. Aber das war wahrscheinlich der niedrigste Kredit, den man nehmen kann. Hallo? Warum ist hier jetzt der Motor ausgegangen? Ach, was weiß ich. Wahrscheinlich war er noch gar nicht richtig an. Oh. Aber es hat noch gerade so funktioniert. Alles gut. So. So, ich weiß gar nicht, ob man hier blinken muss. Ich hab's einfach mal gemacht. Ich meine, in ETS2 ist es eh scheißegal, ob man blinkt oder nicht. Aber wie gesagt, ich versuche das Spiel real zu spielen. So, erstmal Scheibenwischer und Licht. Ja, erst Nacht, jetzt Regen. Das Wetter liebt uns. So ein bisschen weiter nach rechts. So, jetzt passt das. So, nee, ich bin noch nicht. Ich dachte schon, ich wäre im Drehzahlbereich. Was denke ich denn im achten Gang? Drehzahlbereich so schnell? Ach ja, ich überschätze meinen Motor. So, und ja, jetzt wird es wieder eine ziemlich ruhige Fahrt. Bis wir dann eben schlafen müssen, tanken müssen. Oder da sind.
Ja, über was ich reden soll, fällt mir jetzt wieder nichts ein. Aber dafür bleiben ja das schöne Gesprächsthema, wie immer, darüber zu reden, dass mir nichts einfällt zu reden. Ich glaube, das habe ich echt schon überall irgendwann einmal angesprochen, mindestens. Aber, naja, was soll ich denn sonst, worüber soll ich denn sonst reden, wenn ich über sonst nichts reden kann? So, weil, ne, ist klar. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wartet, ich überlege jetzt, wie ich den Satz möglichst sinnvoll gestellt kann und dann sage ich ihn. Ja, dafür bin ich zu blöd zum Sprechen. Irgendwas passt doch immer nicht. So, warum? Was ist denn jetzt da los, ne? So, zu dem Faden verloren, das gibt's nicht. Ich weiß noch, dass ich dabei war, darüber zu reden, dass ich nicht weiß, worüber ich reden soll, aber ich weiß nicht mehr, wo genau. Das ist natürlich scheiße. Ey, der war zu schnell. Oder ich war einfach ein bisschen zu langsam, aber der kam ganz sicher zu schnell. So. Also, man sieht schon, Regen ist echt hart. Da hat der Truck einfach keine Chance. Ich meine, das ist ja logisch, ne?